Präsident, meine Damen und Herren! Die Schuldebatten in diesem Hause haben ja immer ihren ganz eigenen Charme. Besonders wenn der Herr Schwarz nach vorne tritt und in seiner unnachahmlichen Art sagt, wie toll und super alles an hessischen Schulen ist, finde ich ja auch unterhaltsam, hat aber leider nichts mit den realen Problemen an hessischen Schulen zu tun. Von daher danke für die Vorstellung. Jetzt kommen wir aber mal zu den Problemen, die es wirklich gibt, zurück. Die Pandemie. Vielen Dank. Die Pandemie hat die eklatanten Probleme an hessischen Schulen und somit die politischen Versäumnisse der Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte sichtbar gemacht. Zustände, die Gewerkschaften, Eltern und Schülervertretungen seit Jahren anprangern, werden zur Achillessehne unserer Schulen unter Corona. Und da ist es schon bezeichnend, dass die Landesregierung trotz Aussetzung der Schuldenbremse und Sondervermögen nicht mehr versucht, die grundlegenden Missstände an Hessens Schulen zu beheben. Wie immer sehen die Zahlen im Landeshaushalt ja schön aus. Schaut man aber hinter die Fassade, fällt dann doch einiges in sich zusammen. Da hat der Herr Degen ja schon auch etwas gesagt in seiner Rede. Von den 654 neuen Stellen für die Unterrichtsversorgung bleiben nicht mehr wirklich viel übrig, rechnet man die Aufhebung von Stellensperrungen und KW-Vermerken raus. Die übrigen Stellen sollen für den Ganztagsausbau, sozialpädagogische Unterstützung, verpflichtende Vorlaufkurse, eine zusätzliche Deutschstunde in der Grundschule als auch für die Zuweisung über Sozial- und Integrationsindex eingesetzt werden. Es ist ja richtig, Stellen an den Schulen aufzubauen. Aber wie die Landesregierung die Stellen dann verteilt, sagt viel über ihre Prioritätensetzung aus. Die 210 Stellen für die verpflichtenden Deutschvorlaufkurse für Kinder im Vorschulalter ohne ausreichende Deutschkenntnisse sind ein Beispiel, wie viele Ressourcen bereitgestellt werden, wenn der politische Wille da ist. Die Lehrer-Kind-Relation in diesen Vorlaufkursen liegt dann bei 3,3. Davon traut man sich in Schulen ansonsten nicht einmal zu träumen. Andererseits sollen für die Einführung einer weiteren Deutschstunde in den Grundschulen, was ja 1.200 Grundschulen sind, nur insgesamt 100 Stellen zur Verfügung gestellt werden. Und die Grundschulen sind doch eben gerade jene Orte, an denen aufgrund des Lehrermangels bereits jetzt schon viel Unterricht ausfällt oder fachfremd gegeben wird. Stellen alleine reichen hier nicht aus. Um diese besetzen zu können, braucht es eben auch die Grundschullehrkräfte. Angesichts dessen ist es doch vollkommen unverständlich, wieso in Hessen die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen noch immer schlechter bezahlt werden als die an anderen Schulformen. Vielleicht liegt es ja daran, dass dort vor allem Frauen arbeiten, wie das so oft ist. Ein Armutszeugnis, würde ich sagen, für eine Regierung unter grüner Beteiligung. Bereits lange vor Corona haben wir gefordert, endlich eine Anhebung auf A13 vorzunehmen. Aber nun in Corona-Zeiten, in denen gerade die Grundschulen am wenigsten geeignet sind, Schülerinnen und Schüler selbstständig von zu Hause aus lernen zu lassen, in denen Grundschullehrkräfte wirklich in Präsenz gefordert sind, kann doch niemandem mehr erklärt werden, warum hier im Haushalt nicht 75 Millionen € für die längst überfällige Anhebung der Besoldung vorgesehen sind. A13 auch für Grundschullehrkräfte jetzt, das wäre ein Zeichen des Respekts. Auch der bauliche Zustand vieler Schulgebäude wird unter Corona zur echten Gefahr. Kaputte Fenster, marode Sanitäranlagen und zu kleine Räume erschweren den Schulbetrieb aktuell genauso stark wie zu große Lerngruppen und fehlende digitale Infrastruktur. Dass der Sanierungsstau an unseren Schulen ein Fass ohne Boden ist, das hängt ja mit der jahrzehntelangen Verweigerungshaltung zusammen, wenigstens den Bedarf landesweit zu erheben, um dann die Kommunen so auszustatten, dass unsere Schulen saniert und ausgebaut werden können. Das Land muss endlich genug Geld dafür in die Hand nehmen. Bei einem Sondervermögen in Höhe von 12,5 Milliarden € muss es doch drin sein, Geld bereitzustellen, um unsere Schulen zu sanieren und auszubauen. Immerhin haben Sie ja mittlerweile 65 Millionen € aus dem Sondervermögen in die Hand genommen, um die Schulträger bei der Umsetzung ihrer eigenen Corona-Schutzmaßnahmen zu unterstützen. Aber entgegen Ihrer Behauptung gibt es diese 65 Millionen € eben nicht nur für Schulen, sondern damit soll auch die Ausstattung in Kindertageseinrichtungen finanziert werden. Und das ist dann wirklich deutlich zu spät und ist auch vollkommen unklar, wie mit dieser Summe dann beispielsweise auch wirklich alle Klassenräume und alle Kitas mit den benötigten Luftfilteranlagen ausgestattet werden sollen. Das Gleiche gilt auch für die digitale Ausstattung der Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Mit einem ganz großen Tamtam wurde der Digitalpakt beworben, der sich als zu bürokratisch erwiesen hat, als dass er uns jetzt in der Krise wirklich bei der Digitalisierung helfen könnte. Schließlich wurde davon ja kaum noch was
kaum etwas verausgabt bisher. Da helfen dann auch die 14 Millionen, die im aktuellen Haushalt vorgesehen sind, nicht, wenn sie von den Schulträgern nicht unbürokratisch abgerufen werden können. Gemessen am Gesamtbedarf an digitaler Ausstattung ist der Digitalpakt und das Sofortausstattungsprogramm sowieso nur eine Anschubfinanzierung. Die GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat ausgerechnet, dass in jedem Jahr der fünfjährigen Laufzeit des Digitalpaktes ein Bedarf von rund 315 Millionen Euro anfällt. In Hessen stehen für fünf Jahre aber gerade mal 538 Millionen Euro zur Verfügung. Da gibt es also einen erheblichen Finanzierungsbedarf und eine Finanzierungslücke, mit der sich das Land auch befassen muss. Auch wenn Herr Lorz permanent etwas anderes behauptet, Schülertablets sind Lernmittel und fallen somit in die Zuständigkeit des Landes. Und auch die überfälligen Dienstgeräte für Lehrkräfte müssen von ihrem Dienstherren, also ebenfalls vom Land, finanziert werden. Ohne die werden dann auch die von Ihnen ab dem Jahr 2021 zur Verfügung gestellten E-Mail-Adressen für Lehrkräfte gar nichts bringen. Und meine Damen und Herren, in dem Haushaltsplan lassen sich auch Stichworte finden, die wir ausdrücklich unterstützen und immer gefordert haben. Etwa 70 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte oder mehr Förderpädagogen. Das Problem ist nur, Sie suggerieren, Sie würden hier und da kleine Schritte in die richtige Richtung gehen. Dabei braucht es aktuell wirklich eine Kraftanstrengung, damit von der Entlastung und dem politischen Willen auch spürbar etwas an den Schulen ankommt. Aber das ist Schwarz-Grün. Es fallen die richtigen Stichworte, aber zu wirklicher Veränderung reicht es nicht aus. Dabei haben wir uns bisher eigentlich nur über die grundlegenden Dinge unterhalten, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, wie wir unser Schulsystem sozial und pädagogisch gerechter machen können. Wir müssen über die Ausfinanzierung von kleineren Klassengrößen, echten multiprofessionellen Teams an den Schulen und im Unterricht, von modernen und auch digital gestützten Lernformen, von der Umsetzung eines wirklich inklusiven Schulsystems sprechen. Reden müssen wir über die Sinnhaftigkeit und Aussagekraft von Ziffernoten, insbesondere im Grundschulbereich, über den immer größeren Zulauf von Privatschulen. Wir müssten über die mangelnde Durchlässigkeit des mehrgliedrigen Schulsystems sprechen und über dessen Überwindung. Leider ist aber so etwas unter Schwarz-Grün nicht zu erwarten, vielmehr ein weiteres Durchmogeln. Das ist nicht den Problemen unserer heutigen Zeit angemessen. Vielen Dank.